Damen und Herren, unser Antrag verfolgt verschiedene Ziele. Ganz konkret wollen wir ein Gesetz loswerden. Ihr Gesetz, nämlich das Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG. Es wurde zur Zeit der Großen Koalition in Berlin mit CSU-Beteiligung erlassen. Seit Inkrafttreten im Jahr 2021 quält Ihr Gesetz aus dem Giftschrank staatlicher Klimapolitik vor allem unsere heimische Industrie und mittelbar unsere Familien. Zum Zweiten wollen wir zeigen, wie sehr sich die CSU durch den grünen Ungeist vom Pfad der ökonomischen Vernunft abbringen lässt. Dabei ist es Ihr Auftrag, Wettbewerbsverzerrungen, Staatsquote, Pleiten, Abwanderungen von Unternehmen sowie staatliche Überbelastung für das normale Volk abzubauen. Zum Dritten möchten wir der CSU die Gelegenheit geben, sich in tätige Reue einzuüben. Denn verglichen mit dem Gang nach Canossa, den die Corona-Aufklärung ihrer Corona-Politik der Schande noch aufbürden wird, ist die Beseitigung des BEHG nur leichtes Reisegepäck auf dem anstehenden Fußmarsch der Buße. Nun im Einzelnen. Die gesetzliche CO2-Bepreisung ist für deutsche Industrieunternehmen eine unzumutbare Belastung. Sie bringt das Fass planwirtschaftlicher Gängelung zum Überlaufen. Es entstehen neue Wettbewerbsverzerrungen durch den deutschen Alleingang inmitten chaotisch wuchender Bepreisungen für die verschiedenen Brennstoffarten. Wer dem deutschen Abgabenwahn- und Bürokratiemonster, das IFO-Institut sogar nennt es einen Zoo, entkommen möchte, wandert aus. Für die CSU, die sich mal als ordnungspolitische Großmacht der Wirtschaftspolitik verstanden hat, ist das eine Bankrotterklärung. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz klingt zwar abgehoben und fern von der Lebenswelt der Bürger, doch darin liegt die Täuschung. Das Gesetz ist auch für unsere Landsleute mit normalem, man muss mittlerweile sagen, mit niedrigem Einkommen untragbar. Wie soll denn eine vierköpfige Familie etwa in einer Ingolstädter Wohnung weiter CO2 einsparen? Strompreiserhöhungen können bei allen Menschen krisenhafte Situationen auslösen, die bereits jeden Cent schon umdrehen müssen in Zeiten der hohen Inflation. Dabei hatte bereits auf die Denkfehler des BEHG der hoch angesehene Ökonom Hans-Werner Sinn hingewiesen. Es werde etwa durch Ihre Steuer das Paradox eintreten, dass die Verbraucherpreise für fossile Brennstoffe sogar fallen werden, weil die Ölbarone den Verlust einfach durch die Ausweitung der Produktionsmenge ausgleichen. Ich erinnere sinngemäß an einen arabischen Minister mit Spott in Richtung rot-grüner Weltbeglückung. Wer glaubt, dass wir Erdölproduzenten irgendwann einen Stöpsel in den Sand stecken werden, hat von der Weltwirtschaft nicht viel verstanden. Ich aber sage, das ist eine treffende Beschreibung grüner Ideologie, meine Damen und Herren. Steuern und Abgaben sind ein schädliches Werkzeug für die immer fragwürdiger werdende Klimapolitik. Wir, die AfD-Landtagsfraktion, fordert, wie auch die Bundespartei, die Kündigung des Pariser Klimaabkommens, also nicht aus schlechtem Grund. Bezeichnenderweise lebt Ihr Gesetz von einer sehr unwahrscheinlichen Bedingung. Es wird nicht zu einer weltweiten Koordination der CO2-Besteuerung kommen. Die Bemessungsgrundlagen für die unternehmerische Entscheidung über geeignete Brennstoffe fallen ja bereits auf nationaler und europäischer Ebene völlig unterschiedlich aus. Oder haben Sie etwa in der Zwischenzeit die Mineralölsteuer abgeschafft? Ich habe nichts davon mitbekommen. Wie wollen Sie das international harmonisieren, wo ausgerechnet Ihre Außenministerin Baerbock völlig ausgelastet ist? Sie muss sich neuerdings eben bereit machen bzw. darum kümmern, die 20.000 Elefanten aus Botswana in neuen Asylunterkünften unterzubringen. Gehen Sie neue und natürliche Wege. Hören Sie auf Ihren stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Hubert Aiwanger. Er hatte, wie Ihnen bekannt sein dürfte, ausgerechnet, dass wir mit zusätzlichen 25 Quadratkilometern Wald die CO2-Neutralität für ganz Deutschland erreichen. Eichen und Buchen speichern besonders viel CO2, eigentlich prima. Aber den grünen Ungeist in der Union kann man genau daran erkennen, dass solche einfachen Maßnahmen auch sie nicht mehr befriedigen. Ist die globale Klimapolitik nur ein Werkzeug für den großen links-grün-schwarz-gelben Reset der Weltgesellschaft? Die Gegendevise muss lauten,
Mehr Bäume braucht das Land. Da Sie, Herr Ministerpräsident Söder, auch noch eine offene Rechnung mit Österreich haben, weil die Ihre schöne Pkw-Maut vor dem EuGH kaputt gemacht haben, könnten Sie jetzt Revanche nehmen. Verpflichten Sie doch zukünftig jeden Österreicher, der über unsere Grenze will, bei uns einen Baum zu pflanzen. Dabei wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg. Die 10 Sekunden habe ich überzogen. Danke.